Die Stöcke sind da drin, dass sie nicht ertrinken können. Deckel drauf. Jetzt schreibe ich hier noch rein, dass die wenig Waben haben. Wenn wir schon dabei sind, gucken wir auch, was hier los ist. Der Schwamm war ein bisschen stärker. Oh ja, das sieht besser aus. Alter. Das ist zwar auch nicht so ein großer Schwamm gewesen, aber das ist ein ganz anderes Level. Und da ist, glaube ich, auch schon Brot drin. Tun wir auch ein bisschen füttern. Haben wir die zwei Schwärme versorgt. Gucken wir noch schnell, was beim Steez Tower hier geht. Ich habe jetzt 4 Steez Tower besiedelt mit Bienenschwärmen. Das hier ist auch einer, der ist hier unten am Bienenhaus. Wie die schon die Waben gebaut haben. Beim Steez Tower ist ja so, ich wollte den ja eigentlich produzieren. Diesen Sommer, also diesen Frühling, dass ihr den schon kaufen könnt oder so. Ich habe keinen gefunden bis jetzt, der den produzieren kann. Und ich hatte so wenig Zeit. Wenn ihr Bock habt, tragt euch in den Newsletter in unserem Shop ein. Dann bleibt ihr bei sowas immer auf dem Laufenden. Oh, sorry Mädels. Oh yes, man sieht sie schon hier unten.